Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Forts im Ranked Match. Es ist eins der letzten Ranked Matches aus der abgelaufenen Season, die bis zum 31. Januar ging. Ich glaube, am Ende der Season war ich Platz 175. Das könnte ich nochmal nachschauen, aber irgendwie so war das auf jeden Fall. Das genügt uns natürlich nicht für die neue Season. Bis zum 31. März wollen wir da natürlich eventuell ein bisschen besser werden. Ein bisschen geskillter und ein bisschen bessere Ränge, naja, einnehmen. Sagen wir es, wie es ist. Wir sind hier rechts, der Gegner ist links. Und der Gegner hat den Kommandant Geizhals. Wir haben den Kommandanten Spion. Mein Lieblingskommandant für das Ranked, weil man sich ja so gut anpassen kann auf die Strat, die der Gegner fährt. Man sieht, der Gegner baut Schwarmraketen, dann baut man Luftabwehr, man sieht, der Gegner baut Kanonen, dann schaut man, wo der die baut, so dies, das. Das ist für mich ganz nice zu spielen, wenn man halt weiß, was so der grobe Plan des Gegners ist. Und dass man dem dann irgendwann Ressourcen klauen kann, ist natürlich nur ein nices Extra. Unser Kollege hier baut schon die Munitionsfabrik. Und der baut wirklich auf, also der fährt auf Felge. Das ist wirklich ganz krass. Er baut die Munitionsfabrik und baut direkt die andere ab, die Waffenkammer. Und hat auch hier alles schon, was er benötigt, um gleich richtig loszulegen. Baut den Gunner ab, wirklich auf übelstem Tryhard-Modus unterwegs. Keine Ahnung, ob er das Windrad schon braucht. Ich meine, so früh im Match kann man natürlich machen, aber er hat zwei Reaktoren. Am Anfang sollte das auf jeden Fall genügen. Und er hat jetzt 7000 Energie mögliche. Ob sich das wirklich lohnt, ist dann halt die andere Frage. Und bei uns läuft es alles ein bisschen schleppender. Seine Minen produzieren ja 10% mehr. Das ist natürlich ein Vorteil. Insbesondere im Early Game. Und wir hängen da wirklich ein bisschen hinterher. Ich habe aber natürlich gesehen, dass er die Munitionsfabrik schon gebaut hat, was meiner Meinung nach extrem früh war. Auch im Game habe ich erkannt, okay, das ist extrem früh. Habe dann nicht gepanikt, aber habe mir dann gedacht, okay, da muss jetzt auf jeden Fall deutlich mehr Rüstung vor den Reaktor. Der wird auf jeden Fall als erster fertig sein. Er wird als erstes auch schießen. Ja, in dem Sinne baue ich dann hier alles ein bisschen mit Holz zu. Aber man sieht, er baut jetzt schon seinen ersten Howitzer und bei mir ist die Munitionsfabrik nicht mehr fertig. Er hat eine Mine mehr, er hat das Windrad, er hat mehr Speicherplatz. Er hat alle Trümpfe in der Hand, man kann das schon so sagen. Aber er hat den Howitzer sehr weit vorne gebaut. Ich meine, dadurch generierst du natürlich ein Übergewicht hier vorne, was hier diese Streben stark belastet. Was natürlich ein bisschen Energie kostet, aber was häufig sinnvoll ist, ist das ein Stück nach hinten zu setzen, sodass man hier den Boden drunter hat. Oder zumindest, dass das nicht so ganz weit vorne ist, weil je weiter das Gewicht vorne ist, desto blöder ist halt der Hebel. Selbst wenn das nur einen nach hinten gesetzt hätte, wäre das wahrscheinlich nicht so schwer gewesen. Man sieht aber hier, er baut den zweiten Howitzer. Wird natürlich auch nicht besser für seine Streben. Aber naja, das muss er natürlich selbst wissen. Bei uns sieht es ja ganz ähnlich aus. Wir haben ja auch einen dicken Bauch, haben aber die Waffen nicht nach vorne gesetzt. So, jetzt habe ich die erste fragwürdige Sache auch schon gemacht. Ich habe natürlich gesehen, dass er Howitzer baut und habe mir gedacht, die kommen von oben. Hier so einen schönen Bogen. Und dementsprechend baue ich hier einfach mal ein paar Luftabwehren hin. Ein paar Gunners, ein paar Flaks. Aber das war natürlich unüberlegt. Da hätte ich einfach mal schauen sollen. Weil der Howitzer, der kann natürlich auch völlig gerade schießen. Und da bringen die hier gar nichts. Also die hätten hier hin gemusst. Meinetwegen hier drunter, hier vorne dran, irgendwie so. Aber da hinten bringen die halt wirklich nichts. Die erste Kanone baut. Er baut gerade seine dritte Waffe. Ein Howitzer hat er fertig, der zweite im Bau und die dritte Kanone auch. Ja, damit hat er auf jeden Fall gleich eine Menge Feuerkraft, die wir nicht haben. Er hat auch dementsprechend viel Speicherplatz.
Auch den, also ich weiß es nicht, das kostet nicht so viel Energie, hier eine Strebe zu ziehen und das dann hier hinzustellen, aber dann hast du das blöde Gewicht hier halt nicht. Wenn du das irgendwo anders hinräumst, hast du halt hier noch ein paar Streben über dir platzieren kannst. Aber naja. Wir haben ja ähnliche Probleme. Aber prinzipiell mache ich das immer so, dass ich hier was baue. Hier schön an die Wand und dann hier. Hier nur im äußersten Notfall, aber tja, wir werden es ja gleich sehen, ob mir das überhaupt was bringt. Ich baue jetzt gerade das erste Mal die fünfte. Was heißt das erste Mal? Was laber ich da? Ich baue meine fünfte Mine, die er natürlich schon seit Stunden hat. Und jetzt sieht man's. Er hat hier nochmal solche Zacken vorgesetzt und so langsam blinkt's. Ist natürlich ungünstig. Den hier kann er auch gar nicht aus Stahl bauen, weil das natürlich ein Boden. Eine Bodenstrebe ist. Die hat er jetzt aus Stahl gebaut und die scheint es auch ganz gut zu verpacken. Und jetzt geht's los hier. Erster Schuss geht rein. Er schießt den zweiten genau an dieselbe Stelle. Da hätte man schon sterben können. Also es wundert mich sogar schon, dass ich da überlebt habe. Und der dritte Schuss wird nur abgefangen, weil hier dieser Überbau halt ein bisschen runterhängt und dementsprechend die Schussbahn verdeckt. Jetzt habe ich natürlich ein riesiges Problem. Ich habe gesehen, die hier bringen alle gar nichts. Logischerweise. Ich meine, wie sollen die auch schießen? Und jetzt baue ich hier natürlich so schnell wie es geht alles wieder zu. Einfach nur in der Hoffnung, dass er mir nicht alles nimmt. Das war auch sein Plan. Er wollte mit zwei Howitzern schießen, hier das Loch reinreißen und den ersten Reaktor instant rausnehmen. Deswegen, er ist es komplett gerusht, man sieht es ja auch. Naja, funktioniert hat's nicht. Zumindest noch nicht. Ich baue jetzt hier nochmal eine Ebene davor und hier nochmal einen Stahlbalken. Und er schießt ein Stück tiefer, versucht jetzt den zweiten Reaktor rauszunehmen. Was wir eben auch gesehen haben, ist, dass meine Luftverteidigung einen rausgenommen hat tatsächlich. Und mein Kanonenschuss den zweiten. Wodurch wir uns eben natürlich ein bisschen Zeit gekauft haben, war aber natürlich völlig Lack, genau wie hier auch. Der erste Schuss geht da rein und der zweite Schuss geht hier oben rein. Wäre der unten reingegangen, hätten wir auch schon direkt verloren. Also es ist wirklich knapp gerade für uns. Wirklich, wirklich knapp. Aber wir geben nicht auf. Er hat zwar die Übermacht, aber wir geben nicht auf. Weil man kann immer mal hier reinschießen. Und das wäre, naja, dann teilweise schon das Ende für jemanden. Weil wenn ich hier einen Howitzer treffe, da kann schon einiges kaputt gehen. Dann auch oben und unten. Dementsprechend nie aufgeben. Nie aufgeben. Man sieht, er reißt riesige Löcher in unsere Basis. Und ich bin nur mit Reparieren beschäftigt. Normalerweise müsste ich jetzt die Luftverteidigung umorganisieren, aber ich habe da gar keine Zeit zu. Es ist einfach nur reparieren, 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 schießen, reparieren, reparieren. So, und jetzt haben wir nicht hingeguckt und ihr fragt euch wahrscheinlich, was passiert ist. Tja, das zeige ich euch. Es ist unglaublich, das ist der goldene Schuss des Monats. Und zwar, während er auf uns geschossen hat und wir im Reparieren waren, hat er hier einen Gunner hingesetzt. Das ist natürlich selten dämlich, weil hier alle Streben durchsichtig geworden sind und er noch mehr Übergewicht nach vorne hat. Also es ist, ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Es ist absolut schwachsinnig. Mein Schuss geht hier gleich astrein durch und genau in den Reaktor rein. Also das ist wirklich, wie man ein Spiel so wegwerfen kann, habe ich noch nie gesehen. Unfassbar dumm, aber wir treffen natürlich auch genau hier rein und das habe ich natürlich vorher nicht gesehen. Ich war mit mir selbst beschäftigt. Also ich habe mit der Aktiven nicht geguckt. Ich hatte den ersten Schuss ja auch schon hingesetzt. Das hat er ja auch gemerkt. Und habe dann einfach nur noch die Kanone angewählt, E gedrückt und weiter repariert. Und der Schuss, also das dahin zu platzieren, selten sowas Blödes gesehen, aber das ist natürlich der Schuss des Monats. Also der geht hier durch in den Reaktor rein. Obwohl er absolute Übermacht hat, wirft er dieses Spiel weg oder beziehungsweise gibt mir die Möglichkeit, das Spiel zu holen. Er hätte da wirklich einfach weiterschießen müssen. Es wäre, also, das hätte nicht mehr lange gedauert, vor allem hier mit den Howitzern. Da kann er doch da oben alles wegnehmen. Schieß auf die Kanone drauf, habe ich da gar keine Chance mehr. Nein.
Macht er natürlich nicht. Er schießt hier weiter in diesen Holzbunker rein und hofft, da irgendwas zu holen und baut dann noch eine Kanone. Also es ist wirklich unglaublich, wie man ein Spiel, naja, so gegen sich manipulieren kann. Unglaublich. So, das ist der Schuss in Zeitlupe. Wir sehen hier, sein Howitzer-Schuss fliegt auf uns. Unser Schuss kommt hier genau dieselbe Stelle, die wir eben halt beschossen haben. Der Schuss geht durch das Holz durch, geht durch das nächste durch und fliegt genau in den Reaktor rein. Der explodiert. Schöne Kettenreaktion, sprengt das hier nach außen und dann reißt hier natürlich alles ein. Also das halten die Balken nicht aus. Auch hier unten der, sofort weg. Und da wird der Bildschirm weiß. Ja. Unglaublich, unglaublich. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Aber naja, ich nehme den Sieg an. Machst du nichts. Solche Situationen will ich nächste Saison auch noch haben. Ja, in dem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.